Will das. Ekelhaft. Egal, Freunde. Sascha Huber auch Workout. Wenn du weißt, dann ist es wow. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht schön. Bam, 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 einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, was geht ab, Alter? Neuer Tag, neues Glück, neuer Vlog. Ich stehe jetzt gerade vom Arzt, ich habe einen Arzttermin, einen Hautarzttermin. Wie einige von euch wissen und ein paar schon mitbekommen haben, habe ich dauernd so Stellen an meiner Haut, so rote Punkte und die jucken extrem. Und ich habe mir gedacht, ja, ich schmiere mich einfach ein und ich hasse es. Ich hasse es, mich einzuschmieren. Habe mich in den vergangenen Wochen mit so einer Körpercreme immer da eingeschmiert, aber es hat nicht wirklich was genutzt, das Jucken hört nicht auf. Und irgendwer hat drunter geschrieben, das könnte die Krätze sein. Und nachdem ich gestern gelesen habe, was die Krätze eigentlich ist, weil das klingt für mich irgendwie wie so eine, keine Ahnung, Krätze, wie so Pest, Lebra oder sonstiges. Bin ich so ausgetickt, dass ich mir die komplette Haut teilweise aufgerissen habe, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass unter meiner Haut tatsächlich irgendwelche Milben leben, die Eier legen und meine Haut fressen und dann schlüpfen neue Milben und deren Ausscheidungen juckt mich, weil die unter meiner Haut sind. Oh mein Gott. Ich habe sofort einen Termin ausgemacht bei einem Privatarzt. Das kostet 150 Euro allein dieses Erstgespräch. Und da gehe ich jetzt rein. Wenn ich wirklich die Krätze habe, dann wird dieses Video niemals ins Internet finden, weil es mir einfach zu peinlich wäre. Naja, peinlich wäre es mir nicht, aber ich hätte halt Angst, dass mein Umfeld mich dann meidet, weil sie Angst haben, dass ich sie mit irgendeiner wilden Krankheit anstecke. Aber ich habe mega Schiss. Stellt euch vor, ich habe wirklich die Krätze. Und wo ich die Krätze dann her hätte, ist für mich auch schon klar. Ich habe ja teilweise meine Laufsachen nicht wirklich oft gewaschen. Ich habe jetzt den Termin in 5 Minuten und ich bin schwerstens nervös, dass ich wirklich die Krätze habe. Das wäre zu schlimm, Leute. Das wäre zu schlimm. Ich hoffe, es ist einfach irgendeine Kleinigkeit und ich kriege ein Mittel, schmier mich ein und das ist vorbei. Aber ich gehe jetzt rein. Okay, Arzttermin beendet. Wie man meinem Grinsen erkennen kann, ich habe die Krätze. Ich habe wirklich die Krätze. Ich habe die Krätze. Ich habe mir immer gedacht, das ist irgendeine Sandlerkrankheit oder sowas, was man kriegt, wenn man auf der Straße lebt oder mit Tieren in einem Käfig eingesperrt ist oder so. Aber die Ärztin hat mir versichert, dass das sehr häufig vorkommt. Es gibt nur keiner zu, weil es jeder grindig findet. Und da habe ich mir gedacht, ich sag sehr wohl, ich erzähle sehr wohl, dass ich die Krätze habe, weil dann gibt es sicher andere Leute auch. Die fühlen sich jetzt, wie ich mich fühle, nämlich richtig ekelhaft, wie so ein ekelhafter Mensch, der sich nicht gut pflegt, der keine Körperhygiene macht. Ich meine, ihr wisst es von mir, ich gehe jeden Tag duschen, aber man fühlt sich trotzdem wie so ein ekelhafter Mensch und fühlt sich so, als sollte man sich von jedem verstecken und keiner darf wissen, dass man die Krätze hat, weil sonst glauben alle anderen auch, man ist ein ekelhafter Mensch. Ich habe mich aber jetzt mit Absicht dazu entschieden, hier zu veröffentlichen, dass ich die Krätze habe, damit die Leute, denen es auch einmal so geht, dass die sich nicht so grausig fühlen, weil mir sagt die Ärztin, das haben extrem oft. Also wie kann man das überhaupt bekommen? Durch alles. Durch Händedruck, wenn man irgendwas von jemand anderen anzieht, wenn man irgendwie mit Hunden spielt, kann man leicht die Krätze bekommen. Aber ja, so ist es. Ich habe jetzt die Krätze. Ich muss. Ja, nach einer Woche soll es weg sein. Also ich fahre jetzt auf die Apotheke, hole mir so eine Creme, mit der muss ich mich einschmieren, dann muss ich noch Medikamente nehmen und nächste Woche wiederhole ich den Vorgang und dann ist vorbei. Aber nur damit ihr wisst, was die Krätze ist. Deswegen, ich habe gestern mal gegoogelt, was die Krätze sein kann, weil es haben Leute in die Kommentare geschrieben. Und vor lauter Aufregung, das habe ich vorher schon gezeigt, habe ich mich einfach aufgekratzt, weil da sind so Larven unter der Haut, so Milben sind unter deiner Haut und gehen so unter deiner Haut herum, fressen deine Sachen und legen Eier, sodass neue kommen und scheißen dir unter die Haut und deswegen juckt's. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gerade fühle, oder? Ja. Egal, Freunde, so ist das. Ja, ich muss jetzt damit klarkommen. Gott sei Dank habe ich niemanden. Ja, egal, Alter. Ja, passt, fahren wir auf die Apotheke. Ich sitze da wie der ärgste Checker im teuren BMW mit der 25.000 Euro Rolex, den Louis Vuitton-Schuhen und habe die Krätze. Nur. Leihund, oder? Ja, weil halt solche Krankheiten so stigmatisiert sind. Deswegen mache ich es auch extra, damit Leute sich auch ein bisschen mehr trauen und sich nicht genieren müssen. Wisst ihr, ich meine? Reicht, wenn ich es für euch alle mache. Jetzt gehe ich in die Apotheke, will das Zeug. Übrigens, ich habe es nicht schlimm. Also sie meint, ich habe es leicht noch. Aber ganz ehrlich, wenn das nur leicht ist, wie schlimm muss das sein, wenn man schwer hat? Ich kann nicht einmal gescheit schlafen, was mich juckt. Egal. Ja, jetzt wollte ich diese Medikamente besorgen. Jetzt sagen die, das ist nicht mehr lieferbar. Ich muss jetzt jede Apotheke in ganz Wien durchrufen und schauen, ob die das noch haben. What the fuck? Oh, ich weiß, bei der
der zweiten Apotheke, die rufen mich noch an, die sagen, die können das Ganze herstellen lassen. Gott sei Dank, weil würde ich das so kaufen, würde ich pro Packung 66 Euro bezahlen für diese Tabletten und ich brauche 4 Packungen oder so. Und von der Creme brauche ich auch relativ viel. Und ja, das also die Krätze, ein teurer Spaß. Vor allem ein Spaß, ein teurer Spaß. Krätze, go for it, Freunde. Habt, holt euch die Krätze, ist geil. Also wenn wer will und Covid getestet ist, ich kann ihm gerne die Krätze geben. Ja, den Vlog werde ich heute nicht schneiden, weil ich möchte das ganze Ding zuerst einmal so ein bisschen mich mal einschmieren und so einleben, wie das ist, wenn man dann keine Krätze mehr hat. Aktuell habe ich ja noch die Krätze, aktuell krabbeln die Käfer noch unter meiner Haut. Schon sehr ekelhaft, muss man sagen. Aber ich würde das gerne so ein bisschen in den Griff bekommen, bevor sich das da überall breit tritt. Also ich hätte gerne schon keine Krätze mehr, wenn das Video dann online geht. Wisst ihr, was ich meine? So, an der Tür sollte jetzt auch gleich läuten, dann wird dieser Fernseher dahinige da abtransportiert in diesen Dings, die da, das sind die restlichen Sachen. Das sind irgendwie der Bildschirm, den wir abgerissen haben, ja, I don't know. Und jetzt kommen auch noch die Putzfrauen und die machen die komplette Wohnung wieder sauber. Endlich wieder Putzfrauen da. Es ist Wahnsinn, Leute. Hat ewig gedauert. Hallo, grüß Gott. Hallo, bitte kommen Sie rein. Hallo. Grüße, schön, dass Sie da sind. Ja. Freut mich. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Max, freut mich sehr. Im Hintergrund hört man dann schon östliche Stimmen. Das liegt daran, dass die Putzfrauen da sind. Zwei machen da wieder sauber und der Markus kommt jetzt gleich, holt den kaputten Fernseher ab. Was ist mit dem kaputten Fernseher passiert? Keinen Plan, der ist einfach runtergefallen und das war's. Ah, Spaß, wir haben ein bisschen was getrunken. Bei mir zu Hause, ich war zuerst bei der Lea, da ist es ein bisschen eskaliert und dann haben wir gesagt, wir gehen auch zu mir. Und keine Ahnung wie, aber der Fernseher, irgendwas ist dagegen gefallen oder irgendwas war kaputt, dann war der ganze Fernseher hin. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, machen wir mal den Fernseher so richtig hin. Dann sind wir drauf herumgekupft, deppert einfach. Limonadeneskalation. Was willst du großartig drüber reden? Also schauen wir, dass wir die Spuren da loswerden. Oh, da wird schon fleißig geputzt und da haben wir jetzt den Marco. Ja, super, super, bitte komm mal rein. Wird schon fleißig Wohnung auf Vordermann gebracht und du holst jetzt auch noch die Kisten auf. Das ist ein bisschen zerlegt. Ja, ein bisschen. Ja, das Kastel ist auch in der Schau. Ja, schon, da haben wir das. Ja, super, gell? Richtig chillig. Hallo Oma, grüß dich. Maximilian. Hallo. Was magst du denn jetzt immer? Wieso, was denn los? Gar nicht. Okay. Ich bin nur neugierig. Ach so, ja, ich habe gestern einen Fernsehauftritt gehabt, Oma. Nein. Ja, und ich habe dich leider zu spät angerufen, sonst hättest du mich im Fernsehen sehen können. Ja, um wie viel Uhr denn? Um 20 Uhr war das. Okay, und was für... Uhr jetzt 1, 2 oder was? Puls 4. Ah, Puls, ja, das habe ich ja, Puls 4. Mein, das ist schade. Ja, das ist wirklich schade. Aber ich schaue, vielleicht kann ich die Aufnahme noch irgendwo auftreiben, dann schicke ich es da. Ja, das würde eine Freude sein. Perfekt. Also, super, wir hören uns. Und wir hören wieder. Passt, Oma. Bussi, Baba. Ich depp, ich hätte der Oma sagen sollen, dass ich im Fernsehen bin. Das hat es verpasst jetzt. Na, das ist traurig. Ahoi! Jetzt ist die Hitten wieder sauber. Das hat einen Sinn, Leute. Das hat einen Sinn. Schaut euch das an. Wie aus dem Ei gepellt. Alles wieder blitzeblank. Nirgends mehr ein Staubkörnchen. Es riecht auch wieder gut. So fühlt man sich wohl. Jetzt machen wir noch eine Waschtour nach der anderen und das ist alles wieder top. Ich habe jetzt wirklich alles aus dem Kleiderschrank rausgesucht, was ich in letzter Zeit öfters anhatte. Wie man merkt, ich habe da einiges rausgenommen. Vieles ist schon in der Waschmaschine. Da liegt noch einiges. Da mache ich jetzt einzelne Haufen. Aber ich traue mich fast nicht. So Sachen wie Vêtements, Balenciaga, da noch alles, keine Ahnung. Sowas einfach ja, mit 60 Grad zu waschen, das traue ich mir nicht, das wird fix hin. Ja, genau, Apotheke habe ich auch telefoniert, das hole ich morgen ab. Das ist morgen, wird das für mich hergestellt und fertig gemacht. Und morgen schmiere ich mir das Gift drauf, lasse das 8 Stunden einwirken und dann sollte eh wieder alles passen. Gerade ein bisschen weird für mich, da zwei Vlogs irgendwie gleichzeitig zu filmen. Ein Vlog, wo ich euch sage, was wirklich abgeht und in einem anderen Vlog, wo ich so tue, als hätte ich keine Krätze. Einfach, weil ich für mich noch nicht entschieden habe, ob ich es wirklich... veröffentlichen will. Keine Ahnung, ist doch schon irgendwie grindig. Nächster Schritt, weil ich es nicht mehr aushalte. Ich räume jetzt all meine überschüssigen Nahrungsergänzungsmittel. So komplette Packungen räume ich jetzt alles von meiner Küche rein in diese Louis Vuitton Box und das wird dann verlost an euch. Da ist alles dabei. Flavor Dips, unterschiedliche Nahrungsergänzungsmittel wie Proteintestsorten, Cooling Gel, nein, das kalte ich mal, Soßen, Erdbeersirup, Erdnussbutter, Protein, bla bla. Habe ich teilweise vielleicht einmal gekostet oder so. Das sollte man lieber wegschmeißen, oder? Egal, ich hau's da rein. Was nicht wollt, kannst du wegschmeißen. Alles kommt da rein. Auch Proteine, wie dieses Mandel-Dings, die Bumsti da. Kommt da auch rein. So, Whey-Protein. Dann habe ich da ewig viel. Ah,
Scheiße. Protein-Vanille-Waffeln, Immunsticks, Crisps, Premium-Snackball, Protein-Kugeln, Knäckebrot, Hanfsamen-Protein in zweifacher Ausführung. Oh mein Gott, was ist das? Energy Rice Powder. Zack, das sind noch nicht alle. Einmal EAA kann man natürlich auch noch mitgeben, haben wir eh genug. Zweimal EAA, wir haben wirklich viel. Arginin-Ampullen, zwei Kochbücher für Fit Food. Dann nochmal EAA reingehaut. Also das sind mittlerweile Nahrungsergänzungsmittel im Wert von safe 1000 Euro, wenn nicht sogar mehr. Also wir sind sicher schon im vierstelligen Bereich. Das wird verlost, Freunde. Aber wie ich das verlos, habe ich mir noch nichts überlegt. Komm, Freunde, nichtsdestotrotz wird es natürlich auch Zeit für Sport und somit Zeit für die Booster-Szene. Oh, bah, ich habe überhaupt keine Lust. Ich habe überhaupt keine Lust, keinen Bock jetzt Sport zu machen, aber es nutzt nichts. Sport ist Pflicht, Sport muss gemacht werden. Wir haben gestern auch keinen Sport gemacht und vorgestern Sport. Freunde, Sport, Zeit für einen Mark Hubauer Workout. Letzte Mark Hubauer Workout gab es am Samstag, wir haben heute Dienstag, so geht's nicht. Und dann wundern wir uns, wann der Ranzen nicht weggeht, Alter. Jetzt schon, gesportelt wird, Maxl, ich glaube, du spinnst ein bisschen. Was heißt, ich habe keine Lust, gemacht wird, Alter. So schaut man nämlich aus. So, jetzt habe ich natürlich da alles wegsortiert und kenne mich gar nicht mehr aus. Die Küche, die glänzt wieder. Der Marc Hubauer, Sascha Hubauer meine ich. Wie ich Gebauer mit Hubauer und Huber verwechseln tue ich schon wieder. Der wird mich ordentlich herreißen wieder, aber wir müssen was tun, Leute. Zu diesem Zeitpunkt ist mir immer noch nicht, glaube ich, das so veröffentlichen werde, aber ich glaube, ich werde schon mal. Es geht einfach darum, wenn ich schon sowas habe und andere Leute das auch haben könnten, dass die sich nicht so ekelhaft fühlen, weil ich bin ja trotzdem noch derselbe Trottel, oder? Nur ein bisschen grindiger. Scheiß drauf. Morgen ist eh wieder alles weg. Schmier mir ordentlich ein und fertig. Oh ja, ekelhaft. Es wird gerade alles gewaschen. Alle Überzüge, alles Band, was ich angehabt habe, alles, was irgendwie in Verbindung gekommen sein, in Verbindung. Oh, ich muss das andere Bett noch abziehen. Ich habe dort mal geschlafen. Ah, ständig. Die Waschmaschine rennt in einer Tour. Ah, wer hat sowas? Na, warum kriegt man sowas? Ein Hund streichelt eins. Und wie man weiß, streichle ich gern Hunde. So, warum klingt das so wie ein Diss? Nein! Ja, das passt, mehr brauchen wir nicht. Freunde, zu diesem Zeitpunkt ist dieser 30% Rabattgutscheincode schon vorbei. Ich habe das leider ein bisschen verpeilt, aber dann extra nochmal in die Infobox geschrieben. Boah, Motivation ist nicht sehr hoch. Aber 10% gibt es weiterhin. Schaut auf Neosoft vorbei, beste Nahrungsergänzungsmittel. Das gibt's gratis. Ah ja, wie gibt's das gratis? Na, das muss man noch überlegen. Mich reicht's ja nicht. Boah, und jetzt gibt's kein Zurück mehr. Weil wenn man einmal den Booster genommen hat, muss man Sport machen. Das ist das Chillige. Wenn du keinen Bock hast auf Sport, pfeift am Booster rein von Neosubs, dann musst du Sport machen. Boah, ich freue mich schon so auf morgen, wenn ich keine Viecher mehr unter der Haut habe. Sowas Grindiges, Alter. Ja, und ich habe auch gelesen, ich kann meine ganz teuren Sachen einfach in so einen Sackel geben und in die Tiefkühltruhe legen für 24 Stunden. Dann sterben auch alle mit dem fix machen. So, Freundl, das ist ein Eichelbrett. Jetzt nutzt nichts mehr. Jetzt gehen wir Gas. Gestern haben wir auch schon wieder nichts. Das machen wir dann nach dem Training. Unlustiges Fuck, wenn der Booster wirkt und da juckt einem ja immer die Haut. Aber wenn man nicht ausmachen kann, ob das der Booster oder die Würmer oder Milben sind, die unter der Haut krallen, ist das so ekelhaft. Ah, grindig. Einfach eine Hautkrankheit. Das ist eine Hautkrankheit. Die Krätze, ne, sicher. Ekelhaft. Aber was willst du machen, Freunde? Ich hätte das niemals veröffentlicht, aber mir geht's halt, ich denke mal halt einfach, scheiß drauf, Content. Nein, Spaß. Ich denke mal halt einfach, wenn es mal wer hat, soll er wissen, wie das ist, dass das nicht so schlimm ist, dass das nicht so ekelhaft ist, wie man gleich glaubt. Jetzt hier die Punkte da hinten, das ist jetzt nichts von der Krätze, sondern das ist, weil ich hinten zwei Gelsendippel habe und ich war mir nicht sicher, ob das von der Krätze ist und habe mir die gestern auch aufgekratzt, einfach weil ich mir gedacht habe, ich habe irgendwas unter der Haut, ich will das ekelhaft. Egal, Freunde, Sascha Hubauer Workout. Boah, wenn du weißt, dann ist es boah. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht schön. So, da haben wir was. Das ist gestört, wenn du mich fragst. Alle fangen sich das Coronavirus ein und was hab ich? Die Krätze. Leute, das gibt's ja nicht sowas. Okay, na gut. Starten wir los. This workout
war so scheiße hardcore. Das hat nicht mal der Akku von der Kamera dazu. Oh, ich schwitze ab nochmal. Boah, Freunde, was war das für ein Workout? Ich muss die Matte jedes Mal zum Trocknen aufhängen, weil die so nass ist, die werde ich wahrscheinlich waschen können. Weil das war so ein hardcore Training, da haben sich die ganzen Milben verzischt. Bam, 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 einen wunderschönen guten neuen Tag, Freunde. Ich habe wieder beschissen geschlafen. Ich habe ewig gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Vor allem deswegen auch, weil ich jetzt weiß, was ich habe und mich umso mehr die Haut juckt. Jetzt wird da ein Waschgang nach dem anderen erledigt. Die Wäschehaufen häufen sich weniger. Es klingt nach dem perfekten Zeitpunkt für bau die Line ein. Willst du mit den Milben raufen, bildest du große Wäschehaufen. Das ist der Reim, Freunde. Erster Satz an euch. Willst du mit den Milben raufen? Und dann kommt euer Reim. So funktioniert das bei. Bau die Line ein. Da wird alles gerade durchgewaschen. Es ist schon wieder einen Waschgang drin. Das noch. Dann habe ich da drüben noch einen Haufen. Also eigentlich zwei Haufen. Weiße Shirts, dunkle Sachen. Und dann will ich nochmal zur Sicherheit die komplette Bettwäsche waschen, weil da habe ich auch mal drin geschlafen. Nur eine Nacht und das ist 2 Monate her. Aber sicher ist sicher. Ich wasche lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Ganz teuren Sachen, die ich nicht bei 60 Grad waschen kann, gebe ich gerade aktuell für 24 Stunden in das Gefrierfach, weil auch da sterben die Milben ab. Ja, könnt ihr euch eh vorstellen, was da drin ist. Gucci Sex in jetzt. Egal, ich weiß bei den meisten Sachen nicht. Ich trage die Sachen relativ selten. Aber trotzdem, die Sachen, die ich in den letzten paar Monaten einmal getragen habe, kommen alle in die Wäsche. Scheißegal. Lieber zu viel als zu wenig. Ich fahre jetzt zur Apotheke, hole mein Mittel, dann komme ich zurück, schmier mich von oben bis unten. Nein, können wir nicht filmen, weil da stehe ich noch gerade da. Alles komplett, nehme meine 5 Tabletten, bleib 8 Stunden so stehen. Also ich hoffe, dass das bald einwirkt, aber ich muss das 8 Stunden oben lassen. Dann wasche ich alles ab und dann ist die Scheiße vorbei. Ja? Dann bin ich milbenfrei. Und zur Sicherheit, weil sicher, sicher, nächste Woche nochmal mache ich genau das Gleiche. Und that's the game. So funktioniert es, freue mich schon. Hole ich das sauteure Mittel von der Apotheke ab. Und 24 Stunden später bin ich zwar milbenfrei, aber habe die Männergrippe. Ich war schon testen auch, damit ich ja kein Corona habe. Ja, Freunde, alles gut. Ich habe gerade das Testergebnis bekommen. Ich habe zwar keine Milben mehr, aber jetzt den Männerschnupfen. Was ist denn da los? Ganz ehrlich, ich musste 8 Stunden lang die Scheiße oben haben und konnte nichts anziehen. Es war einfach viel zu kalt. Ich habe schon gemerkt, wie sich da alles zuzieht. Ich konnte aber nichts anziehen und habe mich verkühlt. Beim Apotheken einkaufen kann ich mich noch genau erinnern. Zuerst sind einmal die Abwehrkräfte geschwächt aufgrund von Limonade. Und wenn man dann in die Apotheke geht und Medikamente für 150 Euro. Es hat 150 Euro gekostet. Medikamente für 150 Euro einkaufen und dann bei der Tür so rausgeht, dann also die Tür mit der Hand angreift und draußen dann so überlegt, ob man was vergessen hat, naja, dann ist ja sowas von klar, dass man sich in einer Apotheke irgendein Virus von irgendwem einfängt, wenn man die Finger im Mund steckt. Aber ja, so ist es. Ich werde es überleben, Freunde. Ich habe auch die Milbenplage überlegt. Wie ihr da seht, wird immer noch ordentlich gewaschen. Jedes Ding, die Bettwäsche habe ich abgezogen und kaum gebe ich die Bettwäsche in die Wäsche, fangt es mich schon wieder an da zum Jucken. Ich weiß ganz genau, ich bilde mir das nur ein, weil 8 Stunden habe ich diese Dreckscreme oben gehabt, war aber gar nicht so schlimm. Ziemlich verpickt alles, aber man hat sofort gemerkt, es ist alles vorbei. Alle Viecher sind tot. Jetzt bin ich keine grimmige Drecksau mehr. Jetzt wird nochmal alles durchgewaschen. Da hinten, ich habe einfach sicherheitshalber wirklich jede Hose, die ich in den vergangenen 4 Wochen einmal, übertrieben, was ich da alles gewaschen habe, aber trotzdem sicher, sicher. Da die Bettwäsche nochmal neu gemacht, abgezogen, auch wenn ich nur eine Nacht drin geschlafen habe, da hatte ich noch Milben, deswegen lieber waschen alles. Und jetzt mit Dienstag, plötzlich mit Mittwoch, haue ich mir das dann noch einmal drauf, rein, um sicher zu sein. Ja, also so ist der Ablauf. Bin zwar jetzt schon kretzefrei, aber trotzdem war alles sicher, sicher. Und das war mein Erlebnis mit der Kretze, Freunde. Mit Mittwoch ist alles wieder vorbei. So, Leute, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, wie ich da am besten das Gewinnspiel mache, wie ich da am besten auch tracken kann, wer da mitmachen möchte. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Jeder, der mitmachen möchte, postet eine Story. Ihr müsst natürlich öffentlich sein, weil sonst kann ich es nicht sehen. Warum Maxabillion euer Lieblings-Vlogging-Kanal ist. Mit einem Statement, warum gefällt euch der Vlogging-Kanal am besten. Markiert mich, so dass ich auch sehen kann, wenn Stories kommen. Und ich suche mir dann bis Dienstag den Gewinner aus, wo ich einfach die Story am nettesten gefunden habe. Und den schreibe ich dann an und der bekommt das Paket. Das heißt, wer dieses fette Paket kretzefrei mit allen möglichen Nahrungsergänzungsmittel zum Großteil noch original verpackt haben möchte, postet einfach öffentlich eine Story mit einem Statement dazu, warum Maxabillion sein Lieblings-Vlogging-Kanal auf YouTube ist. Markiert mich und unter allen suche ich mir einen aus. Cool, oder? Ja, das machen wir. Boah, ich freue mich schon. Und im Vlog am Dienstag gebe ich dann bekannt, wer gewonnen hat, weil somit der Vlog erst am Dienstag, an meinem Geburtstag. Cool. Ja, das ist natürlich sehr Ja, schon sehr kranke Wohnung, die ich da besichtigt habe. Aber was da genau bei der Besichtigung abgegangen ist und ob ich schon kretzefrei bin, Freunde, das sehen wir dann alles im morgigen Vlog. Bleibt auf alle Fälle dran. Und nicht vergessen, seid beim Gewinnspiel dabei, wenn ihr die fette Box haben wollt. In diesem Sinne, Freunde, ich bin noch nicht ganz fit, deswegen schaue ich so unbegeistert aus. Ich bin noch ein bisschen krank. Ich wünsche mir gute Besserung. In diesem Sinne, Freunde, wenn euch der Vlog gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal, seid dabei im Billionaires Club. Und wir sehen uns dann im Vlog morgen an meinem Geburtstag wieder. Das ist von mir. Der Reh. So was Grindiges, Alter. So was.